So, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Baphomets Fluch. Ist schon wieder eine Weile her, wo ich das hier gespielt habe, aber ich glaube, wir werden werden schon hier zurechtfinden. Ich glaube, wir müssen zu diesem Rousseau. Ein bisschen habe ich nochmal reingeguckt in die letzte Aufnahme, wo ich da jetzt ungefähr war. Wir haben ja jetzt, so viel ich weiß, diesen Diamanten. Und die Nicole, die weiß jetzt, dass jetzt ihr Vater mit der Frau von dem getöteten Promi sozusagen hier aus Paris. Leider fällt mir das gerade nicht ein. Aber wir können mal hier in diese Notizen gucken. Zu was sollen die denn sonst Nutze sein, wenn nicht hier, um das Gedächtnis aufzufrischen. So, das ist jedenfalls das Letzte. Ich muss herausfinden, was es mit Montfaucon oder so ähnlich auf sich hat. Etwas mit einem Gehängten. Und ich muss mehr über den mysteriösen Marquis herausfinden. So, das ist also die letzte Mitteilung. Aber was haben wir denn hier? Vorletzte: Nico wird beeindruckt sein. Ich habe die Geheimtür unter der Burg geöffnet und so den nächsten Hinweis gefunden. Das Bild eines Galgens an einem Ort namens Montfaucon. Ich genehmige mir noch ein Bierchen und dann geht es zurück nach Paris. So, okay, das haben wir. Okay. So, wir haben ja mit Nico geredet und dann sollen wir hier hin zu dem Museum nochmal. Vielleicht ist ja jetzt dieser Freund von der Nico da, der da arbeitet. Da sind wir schon. Gehen wir da mal rein. So. Da ist wieder der wache Mann, der keine Ahnung hat von den Sachen, die hier so ausgestellt sind. Verzeihung. Oui, Monsieur. So, rede ich nochmal. Wissen mit Sie etwas über die Tempelritter? Nein, Sir, nicht das Geringste. Das Schild am Dreibein besagt, dass es in einem Templerkloster gefunden wurde. Ach ja? Sagt er überhaupt nichts über John Dee? Wie schrecklich. Sie wissen nicht zufälligerweise etwas über das Dreibein, oder? Nein, leider nicht. Ich hatte keinen sehr guten Start ins Leben, müssen Sie wissen. Das bisschen Bildung, das ich besitze, verdanke ich meinem Onkel. Er war Optiker, hatte in seiner Freizeit aber auch die Lehrerstelle an der Dorfschule inne. Er hat mir das Alphabet beigebracht. Naja, 19 Buchstaben davon. Die unterste Linie auf dem Schaubild war so klein, dass nicht mal er sie lesen konnte. Also hat er sie einfach ausgelassen. Warum fangen Sie nicht nochmal an und gehen in die Abendschule? Wissen Sie, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Meinen Sie, wenn ich viel lerne und alle Hausaufgaben mache, könnte ich Professor für Geschichte werden? In Ihrem Alter träumen Sie weiter. So. Wissen Sie etwas über mittelalterliche Handschriften? Ich doch nicht, Monsieur. Ich bin kein Gelehrter, auch wenn mich die Leute dafür halten. Macht wahrscheinlich die Uniform. Sie sehen die Uniform, Sie sind beeindruckt. Und bitten Sie, Ihre Autos zu parken? Und bitten mich, Ihre Autos zu parken? Nein, nein, nein. Sie nehmen an, dass ich eine Autorität für die mir anvertrauten Ausstellungsgegenstände bin. Obwohl Sie fast nichts über Geschichte wissen. So ist das auch wieder nicht. Ich sage nur, dass ich kein Gelehrter bin. Nicht wie Monsieur Lobineau. Aber das hat er uns doch schon mal alles erzählt. Können Sie mir weitere Informationen über das Dreibein geben? Sicherlich, Monsieur. Es ist berüchtigt, jawohl. Dieses Dreibein, das gehörte John Dee. John Dee? Wer ist Was das? Ist so aufregend an John Dees Dreibein? Dee war der berühmteste Kontortionist des 16. Jahrhunderts, der Houdini seiner Zeit. Meinen Sie nicht Alchemist? Kontortionisten benutzen Seile, Ketten und Handschellen, kein Dreibein. Egal, was immer er war, auf jeden Fall hat er das Dreibein bei seinen Experimenten benutzt. Ah, okay, aber dieses Dreibein, das müssten wir eigentlich an uns reißen. Was für Experimente hat dieser John Dee mit seinem Dreibein gemacht? Och, das Übliche. Haben Sie in der Schule denn keine Chemie gehabt? Schon, aber wir haben Taumatologie übersprungen. Kann ich mir das Dreibein mal etwas näher ansehen? Wie bitte? Aus der Vitrine herausnehmen? Ah, no. Dieses Dreibein wird von einem raffinierten Überwachungssystem gesichert. Wie raffiniert? Eine ohrenbetäubend laute Klingel.
Und wie genau funktioniert das mit dieser Klingel? Wie wird die Alarmglocke ausgelöst? Durch den leichtesten Druck auf oder Bewegung von irgendeinem Teil der Vitrine, in der sich das Dreibein befindet. Ich finde, dass die Bezeichnung raffiniert für Ihre Alarmanlage doch etwas gewagt ist. Sie hat bisher noch nie versagt. Die Raffinesse liegt in ihrer Einfachheit. Ah, okay. Diesen Edelstein habe ich in einem mittelalterlichen Ort in Irland gefunden. Darunter kann ich mir nichts vorstellen, Monsieur. Wie haben Sie es geschafft, diesen Job zu bekommen? Oh, ich hatte die richtigen Qualifikationen. Militärisches Auftreten, quietschende Schuhe und einen irrationalen Hass auf Kinder. Okay, mehr braucht man da nicht. Na gut, dann mal hier. Würden Sie mir die Hand geben? Nicht, solange ich im Dienst bin, Monsieur. Mann. Sagt Ihnen dieses weiße Pulver etwas? Nicht, dass ich wüsste. Nein, und nichts mit weißem Pulver am Hut gehabt? Kennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, Monsieur. Sollte ich ihn kennen? Vermutlich nicht. So, das andere ist, glaube ich, auch nicht gerade sinnvoll. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ja, also, ich glaube, es läuft einfach hier drauf hinaus, dass wir an das Dreibein kommen sollen. Dazu gucke ich nochmal hier. Da ist ja auch so eine Leitung. Hängt das damit vielleicht irgendwie zusammen? Ein an der Wand angebrachter Metallstab führt zum Fenster. Ja, aber was könnten wir damit irgendwas... Metallstab. Vielleicht da irgendwas mit. Nee, den Edelstein. Ah, warte mal. Da. Das kombinieren. Irgendwie. Soll ich damit was. Damit vielleicht. Damit vielleicht. Damit? Damit? Vielleicht. Ich guck mir das nochmal an. Die Vitrine enthält das Dreibein, das in der Schriftrolle beschrieben war. No, Monsieur, no, no. Okay, okay. Okay, anfassen können wir es nicht. Aber wie kriege ich... Warte mal. Anscheinend... Nicht da mal dran wackeln, kann das sein? Passen Sie doch auf. Sie lassen das sonst noch auf uns runterfallen. Das will ich vielleicht. Der Totempfahl sieht im Museum hier absolut fehl am Platz aus. So, immer nur, wenn er nicht guckt. Jetzt vielleicht nochmal? Komm schon, George. Richtig schön wackeln. Jetzt vielleicht? Jetzt immer noch nicht. Ah, warte mal, wenn er vielleicht... Jetzt vielleicht... Kommt. Passen Sie doch auf. Sie lassen das sonst noch auf uns runterfallen. Passen Sie doch auf. Sie lassen das sonst noch auf uns runterfallen. So, okay, wenn er da steht, bringt das schon mal nichts. Vermute mal, dass wir den vielleicht erschlagen müssen damit. Damit der... Passen Sie doch... Das ist... So, jetzt vielleicht. Komm schon. Na gut. Lassen Sie die Finger davon. Der Schrank? Das ist ein Sarkophag. Jetzt nochmal. Versuchen Sie lieber nicht da reinzuklettern, Monsieur. Sie würden ersticken. Ich wollte schon immer mal wissen, wie man sich... Jetzt noch mal? Fahren Sie auf Schränke ab, Monsieur. Oh ja. Schränke, wow. Ich mag halt einfach den Geruch von Mottenkugeln. Verzeihung. Oui, Monsieur. Nein, nicht noch, Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ja, irgendwas übersehen wir, oder? Nochmal, mal sehen. Jetzt vielleicht? Nein, Monsieur.
Ach Mann. Okay. Jetzt vielleicht? Nein, Monsieur. Ach Mann. Okay. Aber jetzt? Nein, Monsieur. Mann. Okay. Wie darf man das machen, was einen Spaß macht? Mann. So, aber was machen wir denn mal? Irgendwas, das da. Ach Mann. Warum ist der eine nicht hier? Ah. Was könnte ich denn da machen? Ah, warte mal, ich geh mal hier. Wenn er nicht guckt, vielleicht. No. Okay, okay. No. Okay, okay. No. Okay, okay. Hm. No. Okay, okay. No. Okay. No. Okay. Mann. Warte mal, gibt's hier einen Hinweis? Auch nicht. Okay, vielleicht müssen wir nochmal irgendwann wiederkommen. Hm. Aber man kann ja auch nicht irgendwie von der anderen Seite an dieses Fenster, wollte ich sagen, aber hm. Okay. Was ist denn hier? Rue Jarry, Poste de Police. Hm. Mal sehen. Vielleicht können wir noch mal mit der Nico reden. Herein. Hallo, George. Was hast du für Pläne? Ich möchte herausfinden, wer, was oder wo Maufusson war. Alles, wonach ich mich richten kann, ist der Name und das Bild eines erhängten Mannes. Hm, okay. Das bringt uns auch nicht viel. Dann könnte ich höchstens nochmal zur Polizei. Ich kann hier nicht den ganzen Tag. Okay. Ja. Und warum? Okay, einkaufen, ein. Pass auf dich auf. Ja, aber klar. Bis später, Nicole. Ich hatte ja gehofft, vielleicht. Ach, egal. So, dann gehen wir mal zur Polizei. Vielleicht hat die ja irgendwie Ahnung von das, was wir jetzt suchen. Ah, der Chef ist gar nicht da. Sergeant Mouet? Ja. So, Haben Sie schon mal von einem Mann namens Marquet gehört? Ja, ich habe gehört, man hat ihn ins Hospital geschafft. Wahrscheinlich war das einer seiner Rivalen. Mhm. In welches Hospital hat man Marquet eingeliefert? In die Aggenmeyer-Klinik in der Avenue des Arisons. Mhm, okay, haben wir schon mal eine neue Adresse. Da fahren wir dann, oder gehen wir als nächstes hin. Warum hatte Marquet den Spitznamen Maulwurf vom Montmartre? Wahrscheinlich, weil er in Montmartre wohnte, vermute ich. Ja klar, aber warum Maulwurf? Keine Ahnung. Weil er seine Nachbarn den Rasen ruiniert hat? Ein Spitzel wahrscheinlich. Ich möchte einen Überfall melden. Ja, Monsieur? Wo ist das Opfer? Ich selbst bin das Opfer. Ach so, das kennen wir schon. Ah, ich verstehe. Vor dem Hotel Ubu. Sie haben mir Können Sie... Der eine... Sie heißen... Bon. So, okay. Den Edelstein zeige ich mal lieber nicht. Ich schätze mal, den wollen Sie dann wahrscheinlich einkassieren und... Bis bald, Sergeant. So, wir haben jetzt eine Adresse und dann gucken wir mal im Hospital. So, wo ist das denn? Hier, da ist das Hospital. Dann gehen wir da mal hin. So. Ja,
eindeutig ein Krankenhaus, denn hier ist ein Krankenwagen vor dem Eingang. Gucken wir mal, ob wir zu dem Herrn gelangen. So, wer ist das denn hier? Steht da schon so? Hi, ich heiße George Stobbart. Wirklich? Wenn Sie einen Termin machen wollen, gehen Sie zum Empfang. Ich möchte keinen Termin machen. Ich möchte hier über diesen Mann reden. Ich suche jemanden, der Jacques Marquet heißt. In welcher Abteilung arbeitet er? Überhaupt nicht. Er ist hier als Patient. Ach so. Ja. Sie wissen, dass hier strikte Regeln in puncto Besuchszeiten herrschen, nicht wahr? Natürlich. Es ist wichtig. Ich muss dringend mit Marquet reden. Wir machen absolut keine Ausnahmen. Aber es geht um Leben und Tod. Das gut geölte Funktionieren dieses Krankenhauses ist die wirkliche Sache um Leben und Tod. Und darum haben wir Regeln. Aber das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ich sollte Sie vielleicht warnen, dass Marquet nicht das ist, für was Sie ihn halten. Das müssen Sie schon etwas näher erklären. Er hat sich mit ein paar Leuten verbündet, die die Herrschaft der Erde übernehmen wollen. Quatsch. Davon einmal abgesehen, haben Marquets Auftraggeber im Voraus gezahlt. Und das für eines unserer exklusivsten Privatzimmer. Könnten Sie mir verraten, wer die Chefs von Marquet sind? Natürlich nicht. So, warte mal, vielleicht hilft Ihnen das ja auch, die Sprünge, oder stimmt Ihnen um, wenn Ihnen nur das... Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, den kenne ich nicht. Aber wir haben uns doch gar nicht richtig begrüßt. Würden Sie mir die Ehre erweisen, Ihre Hand schütteln zu dürfen? Würde ich nicht. Ich ermutige keine körperlichen Kontakte unter meinen Angestellten. Ach komm. Guck mal, was ich hier habe. Schauen Sie sich das hier an, Doc. Das ist ein echter Edelstein aus dem Mittelalter. Ja, das sehe ich. Bemerkenswert. Ich muss Marquet diesen Edelstein bringen. Er könnte vielleicht seine Bedeutung erklären. Mein Bester, Marquet hat momentan andere Dinge im Kopf. Was denn wohl? Seinen Katheter zum Beispiel. Ach, das kann doch nicht so wichtig sein. Gucken Sie mal. Ärzte benutzen doch auch manchmal so weißes Pulver, oder? Wissen Sie, was das für ein weißes Pulver ist? Aber nein, ich würde mich nie in den Job eines Apothekers einmischen. So, möchten Sie vielleicht so eine rote Nase? Erkennen Sie diese rote Nase, Sir? Nein, kenne ich nicht. Das hier ist ein Krankenhaus, nicht wahr? Keine Zirkusmanege. Wir kümmern uns um kranke Körper, nicht um kranke Köpfe. Was halten Sie von diesem Taschentuch, Sir? Wenn ich Sie wäre, würde ich diese Probe analysieren lassen. Sagt Ihnen der Name Thomas Moulin etwas? Nein, absolut nichts. Haben Sie je vom Club Alamut gehört? Nein, noch nie. Nun denn. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Das andere, damit kann er bestimmt auch nichts anfangen. Jetzt reden wir mal mit der netten Dame, die da so eifrig in ihrem, auf ihren Computer eintippt. Verzeihung. Oui, Monsieur? Ist das die Hagenmeier Klinik? Stimmt, haargenau. Ich dachte, ich wäre in einem Gartencenter. Oh, die Pflanzen. Die waren meine Idee. Ein bisschen Grün, um einen Hauch Natur hereinzubringen. Womit kann ich Ihnen helfen? Ja, hier. Ich möchte Jacques Marquet besuchen. Ah, ja. Sind Sie mit unserem Patienten verwandt, Monsieur? Aber ja, klar. Ja, ich bin sein seit langem verschollener Bruder. Ein Bruder, der nur halb so alt ist, einen anderen Namen und einen amerikanischen Akzent hat? Yeah, darüber wundern sich die Leute immer. Daran ist aber, denke ich, unsere Mutter schuld. Wir wurden in frühester Kindheit voneinander getrennt. Es war tragisch. Eine Verwechslung im Kindergarten des Einkaufszentrums von Oakland. So etwas Lächerliches habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Das war's wohl nicht. Okay, ich möchte mich entschuldigen und darf darauf einen Händeschlag, ja? Ich würde Ihnen gern die Hand geben. Werden Sie nicht frech, junger Mann. Ach,
Die mögen das nicht, okay. Aber Frauen mögen doch Diamanten. Guck mal hier. Was meinen Sie zu diesem Edelstein? Ich würde Ihnen raten, nicht so damit herumzufuchteln. Also kann ich Marquet sehen, bevor er in die ewigen Jagdgründe eingeht? Mit dieser Einstellung kommen Sie ganz sicher nicht sehr weit. Meine Anweisungen waren deutlich und klar. Niemand besucht Marquet. Und solange Sie nicht beweisen können, dass Sie ein Verwandter oder sehr nahestehender Freund sind, verschwenden Sie hier Ihre Zeit. Und wenn mein Name niemand ist, dann könnte ich ihn doch besuchen, denn nur niemand darf ihn besuchen. Ist Marquet von einem Mann in einem Clownkostüm besucht worden? Ganz sicher nicht. Sie haben keinen verkleideten Mann gesehen? Naja, doch. Da ist Theodor, der Bär. Der kommt jeden Donnerstag, um die Kinder zu unterhalten. Ich persönlich glaube ja, dass er sie mit seinem zerzausten alten Bärenkostüm eher halb zu Tode erschreckt. Wenn ich bewegungslos auf dem Rücken liegen müsste, mit Schläuchen aus sämtlichen Öffnungen, dann wäre er bestimmt der Letzte, den ich sehen möchte. So, ja, das könnte natürlich dann ja der Mörder schon sein. Er könnte sich ja in diesem Bärenkostüm dann verkleiden und, ja. Hatte Marquet Besuch von ein paar Gangstern? Das will ich doch nicht hoffen. Können Sie sie beschreiben? Ein dünner Typ, der wie ein Wiesel aussieht, und sein Freund, der Gorilla. Hört sich an, als wären sie aus dem Zoo ausgebrochen. Haben Sie diesen Mann hier in der Klinik gesehen? Nein, Monsieur, und ich vergesse nie ein Gesicht. Ja, hättest du mal sagen sollen, das ist der Killer. Hätten Sie für diesen Gips Verwendung? Ich bin allergisch gegen Gips. Ich glaube, das hilft jetzt. Oder warte mal. Schauen Sie sich diesen Ausweis an. Sie sind also Morlin. Marquis hat schon nach Ihnen gefragt. Nach ja, mir? Genau. Ja, er hat Ihren Namen gerufen, als Sie ihn eingeliefert haben. Na, dann schauen wir doch mal. Er war auf Station B12, wenn ich mich recht erinnere. Oh, er wurde verlegt nach... Ach du meine Güte, er ist auf Station J2. Das ist... die Station von Schwester Grendel. Was ist so schlimm an Schwester Grendel? Sie leitet die Station wie ein südamerikanisches Gefängnis. In einer Station für Disziplin zu sorgen, ist doch kein Verbrechen, oder? Disziplin? Wenn es um Gehorsam und Strafe geht, steckt sie den Marquis de Sade locker in die Tasche. Alles, und damit meine ich wirklich absolut alles, läuft nach einer strikten Routine ab. 6 Uhr wecken, 6.10 Uhr auf die Toilette und wehe dem, der keine Ergebnisse vorzeigen kann. Ihre Patienten sind wie Pavlovsche Hunde. Sie hört sich wie ein echter Albtraum an. Und das ist noch untertrieben. Wenn Schwester Grendel so bösartig ist, warum wird sie dann von den Verantwortlichen geduldet? Sie gehört quasi zum Inventar. Langsam ging mir ein Licht auf. Diese Dame war eifersüchtig und das nicht zu knapp. Wie finde ich die Station von Schwester Grendel? Den linken Korridor runter, an der Toilette für Verwaltungsbeamte im höheren Dienst, rechts. Und nochmals rechts ab beim Kaffeezimmer des Verwaltungsrates. Hinter der Krankenhausleitungssauna links halten. Und am Ende nochmal links, das ist J2. Und viel Glück. Ja, dankeschön. Dann, Vielen Dank für Ihre Hilfe, Ma'am. Gern geschehen. Probieren wir mal unser Glück. So, was sagte sie jetzt? Links und dann nochmal... Warte mal, ich gucke mal die Notizen. Vielleicht steht das da, ja? So, Marquet befindet sich im örtlichen Spital. Soll gleich dorthin gehen. Super. Na gut. Vielleicht gibt es auch nur einen Weg. Als ich mich umdrehe, sehe ich die Quelle des grausigen Geräuschs, das durch die Korridore hallt. Es ist eine Industriebohnermaschine, hinter der ein merkwürdig aussehender Typ herzockelt. Das Hospital kann ich mich gar nicht mehr so richtig erinnern von damals so. Rede ich mal mit ihm. Hallo. Was ist? Ich sagte Hallo. Oh, hi. Kann ich mal eine Sekunde mit Ihnen reden? Ich dachte, das hätten Sie gerade gesagt. Nun schauen Sie doch nicht so betröppelt. Egal, wie schlimm die Dinge aussehen mögen, ich lass mich vom Leben nie umhauen.
Oh yeah. Und was ist der Trick dabei? Och, das ist ganz einfach. Sie müssen nur ganz einfach lächeln und dieses kleine Liedchen pfeifen. Wenn Sie anfangen zu pfeifen, stopfe ich Ihnen Ihre Zähne in die Nase. Abgemacht. Haben Sie irgendwelche merkwürdigen Figuren in den Fluren herumlungern sehen? Nein, Sir, hab ich nicht. Aber ich brauche auch vor nichts Angst zu haben. Was war das, Mr. Shiny? Du besorgst es den Kerlen schon? Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Wenn man einen Freund wie ihn hat, braucht man sich vor seinen Unterdrückern nicht zu fürchten. Das muss sehr beruhigend sein. Das ist er. Oh ja. So eine Schnarchnase. Kein Wunder, warum ich das hier verdrängt habe von damals. So. Ist Mr. Shiny... Bitte, nennen Sie ihn nicht so. Er ist eher ein Freund als eine Maschine. Ich habe Mr. Shiny jetzt schon 3 Jahre und er hat mich noch nicht einmal im Stich gelassen. Wie kommt es, dass Sie so ein enges Verhältnis zu einer Bohnermaschine haben? Ich habe Sie doch gebeten, ihn nicht so zu nennen. Er hat einen Namen, wissen Sie? Oh yeah, Mr. Shiny. Es ist einfach so, dass... Sie finden das merkwürdig, nicht wahr? Nein. Mir macht das nichts aus. Die Kollegen hier meinen eh, ich sei verrückt. Habe Sie gehört, wie Sie hinter meinem Rücken Witzchen reißen, wenn ich Mr. Shiny seinen wöchentlichen Ausgang gebe? Wissen Sie, wo ich einen Patienten finde, der Marquet heißt? Nein, ich darf mit Mr. Shiny nicht auf die Station. Kennen Sie den Mann auf diesem Foto? Wer ist das? Das frage ich Sie doch gerade. Haben Sie ihn schon mal gesehen? Woher soll ich das wissen? Schauen Sie sich das Foto an. Yeah, okay. Also, haben Sie ihn schon mal gesehen? Nein. Ich mag eigentlich gar nicht mehr mit ihm reden. Vielleicht kriegt er das... Möchten Sie mir die Hand geben? Nicht bevor ich mich gewaschen habe. Ich hoffe, Sie verzeihen, Sir. Na gut, ausnahmsweise. Bis später. Yeah, passen Sie auf sich auf. Yeah, du auch. So, und ihr auch, denn ich werde jetzt nämlich die Folge jetzt für heute beenden. Und bis zum nächsten Mal ist hier auch der Sinn die Flure auch sauber, würde ich sagen. Und dann werden wir bestimmt diesen Marquet finden. Und den könnte man noch ein bisschen ärgern gleich, also in der nächsten Folge, ne? Wenn ihr auch mit dabei seid. Also danke fürs Zuschauen. Ihr könnt mich ja abonnieren, wenn ihr so frei und nett seid und lieb. Also es wäre nämlich sehr lieb von euch. Also bis dahin. Tschüss, euer Inselgamer.